Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gegen die Erweiterung des sogenannten Euro-Rettungsschirms gestimmt, und das habe ich getan als überzeugte Europäerin. Ich sage ganz klar Ja zu Europa, denn ich komme aus der deutsch-niederländischen Grenzregion und ich weiß, was das für uns, die wir da leben, bedeutet. Ich sehe doch, wie wir uns unseren niederländischen Nachbarinnen und Nachbarn annähern, wie wir den Austausch verbessert haben und welche Erleichterung es auch für uns ist, den Euro zu haben als gemeinsame Währung. Ich bin ja auch Mitglied der deutsch-niederländischen Parlamentariergruppe, weil mir das wichtig ist, diese Beziehungen zu vertiefen und zu pflegen. Aber dieser Rettungsschirm, dieser sogenannte Rettungsschirm, ist nicht proeuropäisch. Er ist unsozial, er ist ökonomisch unsinnig und er ist ein weiterer Schritt zur Spaltung Europas. Die Auflagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie heute dem griechischen Volk verordnen wollen, die sind total kontraproduktiv. Statt die griechische Wirtschaft anzukurbeln, werden Löhne und Gehälter gekürzt. So, das Ergebnis dieser falschen Politik ist doch absehbar. Das wird ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, ein weiterer Rückgang der Wirtschaftsleistung sein, mit in der Folge einem massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gewerkschaften rechnen jetzt schon mit 26% Arbeitslosigkeit in Griechenland. In Spanien steht eine ganze junge Generation, gut ausgebildete junge Leute, denen der Einstieg in den Arbeitsmarkt vollständig verschlossen ist. Das ist eine soziale Katastrophe, daran kann ich mich nicht beteiligen. Dazu kommt, die Wählerinnen und Wähler in meinem Wahlkreis und auch in den benachbarten Niederlanden verstehen überhaupt nicht, dass die Europäische Zentralbank Geld für 1,5% an Privatbanken verleiht und die dieses Geld dann für Wucherzinsen weitergeben, zum Beispiel an Griechenland. Dabei haben doch die Privatbanken überhaupt kein Risiko. Denn wenn Griechenland nicht zahlen kann, müssen die Steuerzahlerinnen in Europa, also die Verkäuferin beim Lidl und der niederländische Tulpenzüchter, die müssen dieses Risiko tragen. So, deshalb ist aus meiner Sicht dieser Euro-Rettungsschirm ein Rettungsschirm für die Banken und kein Rettungsschirm für die Menschen. Ich hätte zugestimmt, wenn wir mit einem solchen Programm die Banken unter öffentliche Kontrolle bekämen, wenn das Finanzsystem reguliert worden wäre, damit Ratingagenturen und Hedgefonds nicht nachher genauso weitermachen können wie bisher. Und wenn die Sozialleistungen und Löhne in Europa erhöht würden, dann könnte nämlich nicht nur der Euro gerettet werden, sondern dann könnte das Projekt Europa als soziales Friedensprojekt auch von mehr Menschen wieder akzeptiert werden. Deshalb ist es mir gerade als Europäerin wichtig, dass dieses erfolgreiche Friedensprojekt, und das ist die Europäische Union, dass es nicht einer falschen Wirtschaftspolitik und den Profiten der Banken und ihrer Aktionäre geopfert wird. Denn dafür kann ich meine Stimme nicht abgeben. Nun Annette Groth.